Ja, so, wir scheinen wieder online zu sein. Ja, ich nehme es mal an. Sieht so aus. So, momentan seht ihr einfach bloß einen schönen Strand. Ja, heute ist der Tag gekommen, ein Retro-Spiel. Wir spielen Siedler 2 Gold, ein etwas älteres Game. Karuma dürfte es momentan noch nicht so kennen. Na, ich kenn's doch vom. Ich weiß nicht, ob das das ist, was ich auf dem Gameboy gespielt habe. Es gab für den Gameboy ja einen Siedler und das habe ich gespielt, weil ich ja viel unterwegs war. Aber ob es das ist, werde ich jetzt wahrscheinlich gleich feststellen. Genau, also lasst uns nicht lang quatschen, lasst uns loslegen hier mit dem nächsten Livestream. Bordbuch des Octavius, Kapitän der Tortius. Die Tortius macht gute Fahrt bei mittlerem Südwester. Morgen werden wir das tückische Meer der Stürme durchquert haben. Wenn alles gut geht, erreichen wir die latonischen Provinzen in 4 Tagen. Zweiter Eintrag am Abend desselben Tages. Am Horizont türmen sich Wolken. Und wir sind immer noch im Meer der Stürme. Ich bete zu allen Göttern. Eine lange und dunkle Nacht erwartet uns. Eintrag am Morgen des 18. Tages im Monat des Mars. Der Sturm überfiel uns wie ein Räuber in der Nacht. Und ich musste den Treibanker setzen. Bis in die 4. Nacht peitschte uns der Wind durch die Finsternis vor sich her. Der Ausguck erkannte die Gefahr erst, als ein Blitz hinter den viel zu nahen Klippen aufzuckte. Tortius existiert nicht mehr. Was von meinem treuen Schiff übrig blieb, sind Trümmer auf einer Sandbank vor der Küste einer unbekannten Insel. Die Sterne sagen, dass wir abseits aller bekannten Handelswege liegen. Es wird uns so schnell niemand finden. Aber den Göttern sei Dank, wir leben und die Insel scheint fruchtbar zu sein. Ob hier Menschen wohnen, wissen wir noch nicht. So, jetzt geht's gleich los. Ein Augenblick. Kurz schauen. Aber den Chat kann ich leider momentan nicht größer machen. Geht momentan noch nicht. Na, muss erstmal so gehen. So, legen wir erstmal los. Da sind wir schon. So, wir gehen auf römische Kampagnen. Kapitel auswählen. Es geht los. Ey, da hast du schon was gespielt. So. Nee, das ist schon von Anfang an freigeschalten. Wollte schon sagen, hast du Von schon gespielt? Anfang an sind schon die beiden freigeschalten. Diesmal ist mal Patty unser Experte. Genau. Fangen wir mal an. Es geht los. So. 4. Tag nach dem Schiffsbruch. Gestern fanden sich alle. Moment, ich muss mal ganz kurz. Ja, gut. Gestern fanden sich alle Überlebenden zusammen, um die Lage zu besprechen, beraten. Da keine Aussicht auf eine baldige Rettung besteht, beschlossen wir uns, auf dieser fremden Insel uns niederzulassen. Dabei werden uns die geretteten Güter aus dem Schiff eine große Hilfe sein. Das Wichtigste ist, die Rohstoffe der Insel für den Aufbau einer Siedlung nutzbar zu machen. Wir benötigen dringend Unterkünfte für einen Holzfäller, Schreiner und ein Steinmetz. Ich muss mal ganz kurz hier. Das macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Ja. Tja, gut, dass ich einen Regler in meinem Kopfhörer habe.
kann mir nicht passieren. Ja, so müsste es gehen. Aber die Grafik ist schon mal geil. Ja, also, oder? Dass es so alt ist, aber hat eine geile Grafik. Und ich glaube, das ist das... Ja, das ist das Sims, was ich auf dem Game Boy habe. Ist das Sims, was du kennst? Ja. So. Hab ich übelst gesuchtet. Also mir hat es als Kind auch mega viel Spaß gemacht. Das Tollste waren immer noch die Esel. Das die Esel? Ja, ich habe so gerne die Esel dann gehabt. So. Manche Kampagne habe ich extra so lange gespielt, um die Esel zu haben. Als erstes machen wir auf jeden Fall ein bisschen schneller. Gibt es hier einen Förster dazu? Du hast jetzt nur einen Holzfäller? Nee, den gibt's noch nicht. Das wird erst nach und nach freigeschalten. Oh, so genau kann ich auch nicht mehr. Ich bin schon so knapp 10, 15 Jahre her. Ja, also das Erste, was du ja wirklich brauchst, ist erstmal Steinmetz und Holzfäller. Ich würde das natürlich in einer anderen Reihenfolge aufbauen. Ich würde als erstes hier meine Holzvorräte sichern. Aber hier ist das dann doch irgendwie anders. Ich würde erst einen Holzfäller und einen Förster bauen. Ja, genau, so würde ich es auch machen. Warum machen die das nicht? Nein, die wollen natürlich erstmal Stein und alles. Ja, Stein brauche ich auch zum Bauen, aber Holz... Wer braucht schon Holz? Ich? Ein paar Bäume hast du ja noch stehen. Die 4 Bäume werde ich lange halten. Die paar Palmen dazu auch nicht. Ja, Siedler, eure Logik. Ja, aber noch ein schönes Game. Also daran erinnere ich mich noch sehr gerne. Guck mal, das andere Siedler, was ich gehörte. Die haben noch nicht mal einen Förster. Die holzen einfach ab. Das stimmt. Aber hier ist auch das, was ich dir sagte in dem anderen Siedlerteil, den du gespielt hattest. Hier gibt's ja nur solche Steinhaufen, nicht das, was bei dir gewesen ist. Ja, das ist ja ein großer Steinhaufen gewesen. Na? Aber die brauchen auch nicht so viel Stein wie hier. Also die bauen nicht so viel aus Stein. Außer ihre Mauern und ihre Burg war ja nicht viel. Ja. So, jetzt dürfte es gleich weitergehen. Da kommt schon der Holzfäller. So, der baut schon mal ab. Und der Holzfäller fängt schon mal an zu fällen. Dann dürfte es dann gleich weitergehen. Ach, jetzt redet der wohl gleich wieder mit uns? Ja, sobald die das erste abgebaut haben. Also so leicht, uns ins Lager gebracht haben, denke ich mal. So ein Tutorial sozusagen wie bei Age of Empires am Anfang. Ja, so schrittweise wieder rangeführt ist. Das Heftigste sind dann auch die Weltkampagnen. Die sind dann nochmal ein Schritt extremer. Ja, du kennst dich ja damit aus. Aber hier kommen wir auch noch nicht. Ah doch, ein Sägewerk, das kann man schon mal bauen. Das will ich aber in der Nähe vom Lager bauen, oder? Das bauen wir gleich mal mit das hier hin. So weit laufen müssen. Vielleicht will er das auch noch, weil der redet ja gerade nicht. Ja, irgendwie, es hat mich schon gewundert, warum der nichts sagt. Aber was anderes können wir in dem Sinne gar nicht bauen. Mhm. Es geht ja wirklich nur das reißt jetzt erstmal. Kommt ihr jetzt gar nicht mehr raus? Und im Übrigen, der Chat, Chat ist groß genug, es wird nur wieder ausgeblendet. Ich hab vor uns mal, während du vorgelesen hast, getestet und es wird angezeigt, aber geht dann wieder weg. Ach so. Das wird hier kurz angezeigt und dann geht's wieder weg. Deswegen siehst du das nicht. Weil du hast ja dort den Chat und ich hab ihn hier. Also. Wir sind wirklich Twitch-Anfänger. Meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht, wo man drauf kommt. Oh Mann. Oh Moment, hier rutscht schon was. Ja, weil ich gerade die Füße drunter weggenommen hab. Das ist ja allerhand, was du dich traust. Wenn mir mein Fuß einschläft, darf ich mich mal noch bewegen oder was? Ah, ich finde das noch gut, wie die hier die anfangen, die. Na? Das Gerüst und alles noch aufzubauen. Du kannst meinen Siedler nicht übertrumpfen. Der hat sich reingestellt und einfach nur mit dem Hammer hingehauen. Und dann. Der haut ja auch nur einfach so drauf. Und es baut sich. Ganz urgemütlich. Auch noch so schön, dieses kleine Gewusel da auf der Karte. Ja, auf jeden Fall. Die Vögel sind eh Bombe da im Hintergrund. Das ist ein Loop. Das sind immer zwei Geräusche und das war's. Ja, ich hoffe natürlich, dass es nicht zu laut in der Aufnahme. Nee, guck doch mal, wie der ausschaut. Das ja. Ich mal nicht. Ist dann zu laut? Ansonsten stelle ich es mal runter, weil jetzt wird eh keins kommen. Moment. Ich gehe mal ganz kurz. Nicht wundern. Ich wäre auch nicht, dass es euch in den Ohren wehtut. Bis dahin nimmt er gar nicht auf. So. ein kleines Stück. So. Ich hoffe, so ist es. Machen wir noch so. So. Weil der laute Ton war ja eher dafür gedacht, dass ihr hört, was in dem Video, dem Intro vorkommt.
Ich mag die Musik. Wäre nicht aufgefallen, ne? Nee, überhaupt nicht. So, jetzt müsste gleich unser Sägewerk fertig sein. Ach, das ist so schön langsam alles. Trotz, dass wir die Verschnellerung drin haben, ne? Ja, aber wenn ich überlege, wie schnell die jetzt bei den neueren Spielen, also Siedler und sowas, aufbauen, das ist ja extrem. Obwohl ich sagen muss, nach einer Weile fällt dir das gar nicht mehr so oft, dass das eigentlich länger dauert. Achter Tag nach dem Schiffsbruch. Die Grundlagen für den Aufbau unserer Siedlung sind geschaffen. Der Baumbestand in diesem Gebiet wird aber nicht lange vorhalten. Vorhalten. Ja gut, anderes Wort für vorhanden sein, aber naja. Um die langfristige Versorgung mit Holz zu gewährleisten, benötigen wir einen, wer hätte es gedacht, Förster. Cleverer Mensch. Bauen Sie ein Forsthaus. Du bist clever, das habe ich gleich von Anfang an gesagt. Guck mal, wie schnell der schon alle Bäume weg hat, da sind gar keine mehr. Wollen wir dann hier oben lieber einen hinbauen oder hier unten? Ich würde eher da sagen, oben mit hier so oben, nah wie ne? möglich am Holzfäller. Das, was er sozusagen hinbaut, der auch wieder wegnehmen kann. Ja, tim. Ich überlege mir noch einen Holzfäller zusätzlich zu bauen. Ja, wir machen mal zwei Holzfäller. Ist der ausgelastet? Nö, der hat noch nicht mal viel zu tun. Da können wir auch gleich den Weg noch ein bisschen mit verkürzen. Ich wollte gerade sagen, macht er da noch einen Weg hin. Zack. Können Sie sein gleich ins Sägewerk schaffen. Da haben wir dann zwei Holzfäller, die an eben Förster bauen, weil der Förster, die glaube, die können zwei Holzfütten eigentlich versorgen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dann war es jedenfalls in späteren Teilen. Ja, ja. Da war es also, ja auch drei Bauernhöfe, eine Mühle. Genau. Ja, auf jeden Fall. Forst hat wird. Aber Baracken können wir noch leider noch nicht bauen. Also sonst. Mensch, der ist erstmal auf den Trichter gekommen, dass wir Holz brauchen. Jetzt lass den Mann doch erstmal krübeln in seiner Ecke. Er ist nicht so schnell. Er hatte gerade einen Schiffsbruch. Der Arme. Aber jetzt ist das Forsthaus schon bald fertig. Was natürlich nur aus Holz besteht. Nein, du siehst die zwei Steine nicht, die da drin verbaut sind. Stimmt, ne? Da waren ja zwei Steine dabei. Elfter Tag im zweiten, wie auch immer. Wir wissen immer noch nicht, ob wir alleine auf dieser Insel sind. Vorsichtshalber sollten wir einen Wachposten an den offenen Grenzen zum Landesinneren errichten. Bauen Sie also eine Baracke an der nördlichen Grenze. Juhu! Hast du deine Baracke? Soll ich auch mal lesen? Du kannst auch mal lesen. Fünfter Tag im dritten Monat. Durch die Ausbreitung des Landes haben wir den Berg im Norden erreicht. Unsere Gelehrte sollten sich dort den Boden mal anschauen. Langfristig brauchen wir Brennstoff, Baumaterial und natürlich auch Waffen und gemünztes Gold. Wir müssen also Eisenerz, Gold, Kohle und Granit finden. Der will ja viel auf einmal wissen. Oh, kennst du dort schon besser als hier? Ja, ja. Das ist weiter weg, der Bildschirm. So. Also damit ist dann hier gemeint. Ja, als erstes bräuchten wir mal eine Baracke, das wäre gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie da drauf kommt, dass wir schon mehr gesehen haben, also. War bestimmt anders einprogrammiert. Und das Gute ist, ich kann es hier schon mal nutzen, weil die verlassen auch die Grenzen. Sind die aber schlau. Da kann ich schon mal Geologen dorthin schicken, dass sie schon mal sich erkundigen. Was dort so vonstatten geht. Die rufen den Boden an, oder was? Wenn die sich erkundigen. Nein, die schreien Yippie. Ja, aber du hast gesagt erkundigen, also rufen die jetzt erstmal den Boden an. Ja, ja. Die rufen jetzt an, das Telefonieren schon. Merkst du es? Das komische Hämmern. Sie haben was gefunden. Bauen sie ein Eisenbergwerk, toll. Wir haben Eisenerz gefunden und wären jetzt in der Lage, Waffen zu produzieren. Ganz davon abgesehen, dass wir dafür eigentlich Kohle noch mitbräuchten, aber das ist erstmal egal. Der weiteren Erkundungen der Insel stünde dann nichts mehr im Wege. Dazu müssen wir aber erst einmal Eisenbergwerk und die dazugehörigen Eisenschmelze bauen. Eine Waffenschmiede können dann die Produktion von Schwertern und Schildern übernehmen. Wir müssen aber auch die Bergarbeiter mit Nahrungsmitteln versorgen. Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht. Wir brauchen Jäger und Fischer.
bauen sie ein Eisenbergwerk, eine Eisenschmelze und ein Waffenschmied oder eine Waffenschmiede. Dieser Mann hat begriffen, dass man auch Essen braucht. Vor allem, er hat nur gesagt, wir sollen nur die Eisenschmelze und hier alles, was zur Produktion von Waffen gilt, bauen. Nicht das mit der Nahrung. Ich würde aber das mit der Nahrung mal bauen, die zwingeln die ja dann rum. Aber hier haben wir es schon freigeschalten. Hier bauen wir schon mal ein Fischerhaus. Ich sehe aber gerade keine Tiere. Ein Jäger würde sich hier nicht empfehlen. Ich sehe nämlich auch keine Tiere, die da irgendwo rumbusen. Dann machen wir auf jeden Fall hier auch noch einen hin. Eine Fischerhütte. Zack. Bauernhof kann es wahrscheinlich schon nicht, ne? Unser Gelehrter hat einen Wasserradar gefunden. Nun wären wir in der Lage, mit einem Brunnen Wasser zu fördern. Der hat einen Wasserradar gefunden, nicht ein Radar. Ja, eine Wasser... Ja, wie auch immer. Also musst du mir mal zeigen, eigentlich gar nicht so wichtig. Yippie! Da wir auch hier überall eigentlich Möglichkeiten haben, an Wasser zu kommen. Yippie! Später wird es, denke ich mal, anstrengender, was Wasser finden Yippie betrifft. Ich sagte gerade Yippie. So. Also hier auf der Seite haben wir eigentlich nur Eisenerz. Aber vielleicht kommt die Kohle weiter hinten, wenn die Baracke noch mehr aufgedeckt hat. Die ist ja noch nicht besetzt, glaube ich. 74% ist der schon mal ausgelassen, also der kommt gut hinterher. So, nichts eingelagert jetzt an Holz. Dann kommt ja alles so. Vielleicht ist da weiter oben dann noch. Ah, hier oben kommt dann. Was kannst du da jetzt alles bauen? Das ist dann hier die Eisenschmelze und die Waffenschmiede, was das alles war. Aber, Moment, wir können ja schon mal hier, wo Eisen ist. Wir bauen da erstmal nur zwei. Wir müssen sie ja auch versorgen können. Genau. Vielleicht kannst du auf der anderen Seite mal noch jemanden hinschicken oder dort noch weiter hier oben lassen, da oben. Moment, wir müssen mal die ganzen Nachrichten löschen. Neuer Brunnengebäudetyp, Wasser gefunden, Fischerhütte, Jagdhaus, Schmiede, Eisenschmelze, Wasser, Eisenberg, bla bla blub. Gut, haben wir alles. So, Brunnen würde ich hier aber noch nicht hinbauen. Das würde ich dann eher in der Nähe von dem Bäcker bauen. Das wäre dann eh sinnvoller. Wirklich? Der Bäcker braucht Wasser wofür? Um sich zu duschen? Nein, fürs Brot. Ach Mist, ich dachte zum Duschen. Ja, der duscht sich, genau. Mit dem Wassereimer. Jedes Mal kaltes Wasser drüber. Du brauchst immer kaltes Wasser. Nö. Nö. Spiel du. So. Das läuft zumindest soweit. Die Fischerhütten stehen auch beide. Das sind Nacknacks. Das sind Enten. Können wir leider nicht jagen. Hallo, lässt du mal die Enten in Ruhe? Nein. So, haben wir jetzt hier Nacknacks. Brot haben wir, Fisch haben wir. Gut, wir haben nur viermal Brot und viermal Fisch. Also viel ist es wirklich nicht. So, hier oben wird noch gebaut. Läuft soweit ganz gut. Soll ich übernehmen? Warte mal. Ist doch dein Stream. Ah, Moment. Ich muss mal kurz hier. Ich muss wieder runter. Meine Füße schlafen ein. Aua, aua, aua. Eieieiei. Oh. Moment, tu mal kurz ein Stück zu dir. Genau. Also, ihr hört jetzt Keruma mal beim Singen. Ich hab nicht gesungen. Da ist schon wieder Stein. So, gleich weiter mit der Baracke. Und hier bauen wir gleich noch einen Stein mit hin. Aber so wie der geredet hat, hast du nicht so viele Soldaten irgendwann, oder? Was? Der hat so gequatscht, jetzt hättest du nicht viele Soldaten. Ich würde vielleicht von da oben aus auch mal dann Leute losschicken. 5 Stück haben wir noch. Vielleicht von oben aus mal jemanden losschicken, noch den Berg weiter. Ja, das wollte ich noch machen, genau. Zack. Hier gleich nochmal welche hin. Aber Tiere sehe ich immer noch nicht, wo die man jagen könnte. Nee, das ist ja das Problem, ne? Also ich glaube, die sind eher weiter oben gewesen, wenn überhaupt welche hier noch sind.
Wenn ihr dann nicht einfällt, dass wir vielleicht doch einen Bauernhof bauen könnten.